Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir, heute an Silvester, und ich dachte, das wäre der perfekte Zeitpunkt, ein Video hochzuladen, in dem ich mal mit euch über meine Jahresvorsätze 2018 quatsche. Heute mal aus einer ungewohnten Umgebung, da ich den Rest des Jahres bei meinem Freund verbringe. Ich habe gestern mal ein bisschen gebastelt, habe jetzt eine kleine Liste hier gefertigt, so ein bisschen in Sephora-Style, wie ich im Nachhinein gemerkt habe. Ich find's schön, keine Ahnung. Ja, und da habe ich so das Gröbste aufgeschrieben, was ich mir für nächstes Jahr vornehme. Es gibt zwei große Oberpunkte. Einmal ich, me, myself und halt den Punkt YouTube-Karriere. Ich fange einfach mal mit dem Punkt ich an. Mein erster Punkt, den ich erreichen will, ist mein Traumgewicht endlich zu erreichen. Für mich persönlich sind es die 55 Kilo. Traumgewicht definiert jeder anders. Ich bin zurzeit, oh, keine Ahnung, ich war schon seit Ewigkeit nicht mehr auf der Waage. 63? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, ich war schon mal bei 56 und da habe ich mich so gefühlt wie, ja, kann noch was gehen. Aber ich fühle mich schon so fast wohl. Ja, und zwar will ich das mit einmal seht schaffen. Diesmal wirklich. Ich habe ja schon mal ein Video zu einmal seht gemacht. Dann ist Urlaub dazwischen gekommen und Festival. Es war einfach zeitlich super doof gelegt. Und da war es klar, im Vornherein schon, dass es nicht funktioniert. Und es hat auch nicht funktioniert. Ich habe 4 Kilo abgenommen und die dann auch wieder zugenommen. Ja, war also sinnlos. Ich habe auch super viel falsch gemacht. Und war auch super inkonsequent. Und daraus habe ich jetzt gelernt. Und auch viele andere haben mir Tipps gegeben. Der 2. Januarwoche habe ich mir einen strikten Plan gemacht. Und werde das Ganze dann nochmal durchziehen. Das geht dann bis Ende Februar. Und diesmal wird es auch wieder ein Video dazu geben. Allerdings erst, nachdem ich die komplette Diät gemacht habe, also das alles komplett erfolgreich abgeschlossen habe. Das war dann wahrscheinlich ein sehr langes Video, aber ey, wofür gibt's Tee und Kakao? Also ja, und da werde ich diesmal auch zwischendrin Sport machen. Das ist mein nächster Punkt, nämlich dreimal die Woche Sport machen. Ich mache schon ab und zu mal Sport, aber ich habe halt so wenig Zeit. Auch gerade durch YouTube, weil ich halt die ganze Woche auch mit Videoschneiden beschäftigt bin. Weil ich halt einen Vollzeitjob habe, also Ausbildung, und dann auch noch nachts irgendwie Videos schneiden, und da bleibt mir nicht mal mehr Zeit zum Schlafen. Und deswegen probiere ich das trotzdem irgendwie unterzukriegen. Einmal jetzt Sport machen, auch während der Einmal-Seh-Diät, dass das halt noch besser funktioniert. Dann auch noch einfach der Ausgleich zum Alltag, einfach auch um Stress abzubauen vom körperlichen Aspekt her. Also ich mache jetzt schon seit 5 Monaten Friseurausbildung. Und die körperlichen Anstrengungen, wie man damit seinen Körper kaputt macht mit diesem Job, merke ich jetzt schon. Jetzt kommen wir auch noch zum Punkt ich, aber halt ein anderer Aspekt, und zwar Komplimente machen. Im Real Life und im Internet jeweils 2 Komplimente am Tag. Wenn man Menschen Komplimente macht, beziehungsweise etwas Gutes tut, kommt auch Gutes auf einen zurück. Das Gesetz der Anziehung, das Buch, das Secret, was ich euch auch schon oft vorgestellt habe. Ich will einfach mehr positive Energie ausstrahlen. Und damit auch mehr in mein Leben ziehen, und deswegen, und außerdem freut sich auch jeder, wenn er ein Kompliment bekommt. Und dann mein letzter Punkt auch in Sachen ich, think positive, in Klammern Gedanken werden Dinge, habe ich bereits erklärt. So, kommen wir zum Thema YouTube bzw. Karriere. Ist ja nicht nur YouTube bei mir. Ich möchte nächstes Jahr die 3000 Abonnenten erreichen. Ich will mich ja auch qualitativ viel, viel mehr ins Zeug legen und will auch nächstes Jahr mehr mich spezialisieren auf Make-up-Arts. Meine Make-up-Arts jetzt werden sehr wenig geklickt, also fast gar nicht eigentlich. Und dann denke ich mir immer, das ist aber das, was du auf YouTube machen willst, also werde ich das auch machen. Und die, die es nicht interessiert, könnt ihr abonnieren. Also Vlogs und so werden natürlich trotzdem kommen und Lifestyle-Videos. Aber ich will halt mehr Make-up machen. Und die Leute, die es interessiert, die sollten jetzt abonnieren. Man will ja auch weiterkommen im Leben. Deswegen habe ich mir jetzt die 3000 Abonnenten einfach mal als Ziel gesetzt. Ich meine, ich habe gerade das 1000 erreicht, deswegen könnte das schwierig werden. Ich glaube dran, wir schaffen das. Ja, dann will ich nächstes Jahr, einige haben es bestimmt schon mitgekommen, an den NYX Face Awards teilnehmen. Und oh mein Gott, ich werde mich so ins Zeug legen. Ich werde mir dafür extra eine neue Kamera kaufen. Ich will in diese Top 20. Das ist mein größtes Ziel nächstes Jahr. Think positive, wir haben es gerade, ne? Dann in Sachen Karriere, Klassenbeste sein und bleiben. In der Berufsschule bin ich bisher einfach Klassenbeste, weil es mir einfach super einfach fällt irgendwie. Deswegen habe ich auch bisher nur 1. Und das soll auch weiterhin so bleiben, denn dann kann ich ein Jahr verkürzen und
ist ja nicht schlecht für die Karriere. Und mein letzter Punkt, Herausforderungen im Job meistern. Bisher bin ich immer so, dass ich nicht kenne, da bin ich erstmal so ein bisschen vorsichtig, weil eventuell könnte es ja nicht klappen, dann könnte ich mich blamieren. Und das ist aber genau das, was mich daran hindert, weiterzukommen. Das würde ich auch, euch auch ans Herz legen. Wenn ihr Herausforderungen in dem habt, die ihr aber meistern müsst, um weiterzukommen in dem, was ihr liebt, dann probiert alles daran zu setzen, nehmt euch Selbstvertrauen, probiert einfach euer Bestes zu geben und zu üben und zu üben und zu üben, bis ihr diese Herausforderung meistert und dann nur noch Lob dafür kriegt und man kann nur weiterkommen. Und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Deswegen habe ich mir das auch zum Ziel gemacht nächstes Jahr. Das wäre es eigentlich gewesen an Vorsätzen für nächstes Jahr. Ich glaube, das reicht auch. Vorsätze jedes Jahr glücklich sein, Spaß haben. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Daumen hoch, abonnieren, Glocke aktivieren, ihr wisst Bescheid. Kommentiert mal, ob ihr Vorsätze für nächstes Jahr habt, ob ihr überhaupt sowas macht und was das ist. Tschüss und bis nächstes Jahr. Bye!